Ich habe mir überlegt, euch teilhaben zu lassen an meiner Lesung von Jean-Paul Sartres Die Fliegen. Ich lese mal kurz die Umschlagklappe hinten, ganz kurz. Das schmerzliche Geheimnis der Götter und der Könige, Doppelpunkt. Dass die Menschen frei sind. Wenn erst einmal die Freiheit in einer Menschenseele aufgebrochen ist, vermögen die Götter nichts mehr gegen diesen Menschen. Das sagt Jupiter. Die Figur Jupiter in die Fliegen. Vielleicht noch als kleinen Vorgeschmack. Man kann es ja auch überspulen, keine Ahnung. Was sagt denn Jean-Paul Sartre oder was sagte Jean-Paul Sartre über sein eigenes Buch Die Fliegen? Erstens. Die Tragödie ist der Spiegel der Fatalität. Fatalität ist Schicksalsergebenheit, wenn ich mich nicht täusche. Es schien mir nicht unmöglich, eine Tragödie der Freiheit zu schreiben, da ja das antike Fatum nur die Umkehrung der Freiheit ist. Orest ist frei für das Verbrechen und frei für die Zeit nach dem Verbrechen. Ich habe ihn als Opfer der Freiheit gezeigt, so wie Ödipus das Opfer seines Schicksals ist. Er sträubt sich unter dieser eisernen Faust und doch wird er schließlich töten, sein Verbrechen auf seine Schultern nehmen und an das andere Ufer übersetzen müssen. Denn die Freiheit ist nicht wie irgendeine abstrakte Fähigkeit, über den Menschen zu schweben. Sie ist das absurdeste und unerbittlichste Engagement. Orest wird seinen Weg fortsetzen, ohne Rechtfertigung, ohne Entschuldigung, ohne Hilfe, allein, wie ein Held. Wie jeder beliebige. Zweitens. Ich wollte die Tragödie der Freiheit im Gegensatz zur Tragödie des Schicksals behandeln. Kurz, das Thema meines Stücks ließe sich folgendermaßen zusammenfassen. Wie verhält sich ein Mensch gegenüber einer Tat, die er begangen hat, für deren Folgen er einsteht, für die er die Verantwortung übernimmt, obwohl ihm vor dieser Tat graut? Ein solches Problem hat natürlich nichts mit dem Prinzip der bloßen inneren Freiheit zu tun, in der gewisse Philosophen und nicht die unbedeutendsten, wie Bergson, die Quelle für jede Befreiung gegenüber dem Schicksal haben sehen wollen. Eine solche Freiheit bleibt immer theoretisch und rein geistig. Den Tatsachen hält sie nicht stand. Ich wollte den Fall eines Menschen in einer Situation nehmen, der sich nicht damit begnügt, sich vorzustellen, er sei frei, sondern der sich um den Preis einer außergewöhnlichen Tat befreit. Und sei sie noch so ungeheuerlich, weil nur sie ihm jene endgültige Befreiung gegenüber sich selbst bringen kann. Auf die Gefahr hin, die klassische Tragödie, deren Aufbau und deren Figuren ich übernommen habe, umzudeuten, würde ich sagen, dass mein Held den Frevel begeht, der als der unmenschlichste gilt. Seine Handlung ist die eines Rächers, denn um seinen Vater, den von einem Usurpator ermordeten König, zu rächen, tötet er diesen seinerseits. Doch er dehnt die Sühne auf seine eigene Mutter, die Königin, aus, die er ebenfalls opfert, weil sie Komplizin des ursprünglichen Verbrechens war. Durch diese Handlung, die sich nicht von seinen Reaktionen trennen lässt, stellt er die Harmonie eines Rhythmus jenseits von Gut und Böse wieder her. Doch seine Tat wird steril bleiben, wenn sie nicht total und endgültig ist. Wenn sie zum Beispiel die Hinnahme von Gewissensbissen nach sich zieht, ein Gefühl, das nur eine Umkehr ist, weil es ja einem Kleben an der Vergangenheit gleichkommt. Frei im Bewusstsein wird der Mensch, der derart über sich selbst hinausgegangen ist, nur dann auch frei in einer Situation werden, wenn er die Freiheit für andere wiederherstellt. Wenn seine Tat das Verschwinden eines bestehenden Zustands und die Wiederherstellung dessen, was sein sollte, zur Folge hat. Die Verkürzung des Theaters verlangte eine dramatische Situation von besonderer Intensität. Wenn ich mir meinen Helden ausgedacht hätte, wäre er durch das Grauen, das er erregt hätte, unweigerlich verkannt worden. Deshalb habe ich auf eine Figur zurückgegriffen, die im Bereich des Theaters bereits situiert ist. Ich hatte keine andere Wahl. Drittens. Die ganze Diskussion über die Fliegen dreht sich um die Frage, welchen Sinn
hatte dieses Stück, als es 1943 unter der deutschen Besatzung in Paris aufgeführt wurde? Und welche Bedeutung hat seine Aufführung in Berlin im Jahr 1948? Man muss das Stück durch die Zeitumstände erklären. Von 1941 bis 1943 hatten viele den lebhaften Wunsch, dass die Franzosen in Reue versänken. Vor allem die Nazis hatten ein lebhaftes Interesse daran und mit ihnen Pétain und seine Presse. Es galt, die Franzosen davon zu überzeugen, uns selber davon zu überzeugen, dass wir verrückt gewesen, dass wir auf die tiefste Stufe gesunken waren, dass wir wegen der Volksfront den Krieg verloren, dass unsere Eliten abgedankt hatten und so weiter. Was war das Ziel dieser Kampagne? Sicher nicht, die Franzosen zu bessern, zu anderen Menschen zu machen. Nein, das Ziel war, uns in einen Zustand der Reue und Scham zu stürzen, der uns unfähig machen würde, Widerstand zu leisten. Wir sollten uns mit unserer Reue zufrieden geben, ja, Genuss dabei empfinden, das nützte den Nazis. Durch mein Stück wollte ich mit meinen eigenen schwachen Mitteln dazu beitragen, diese krankhafte Reue, diese Selbstgefälligkeit in der Reue und in der Scham auszumerzen. Es ging darum, das französische Volk aufzurichten, ihm wieder Mut zu machen. Jene, die sich gegen die Regierung von Vichy erhoben haben, die sie als Schmach empfanden, alle, die in Frankreich gegen die Nazi-Herrschaft aufstehen wollten, haben das genau verstanden. Die damals illegal erscheinende Lettre Française haben es deutlich gesagt. Der zweite Grund war ein persönlicherer. In dieser Zeit ging es um die Frage der Attentate gegen die Nazis und nicht nur gegen sie, sondern gegen alle Angehörigen der Wehrmacht. Wer an solchen Attentaten teilnahm, tat das natürlich ohne Bedenken. Er dachte bestimmt nicht daran, sich Gewissensfragen zu stellen. Für ihn herrschte der Kriegszustand und eine Granate auf einen Feind werfen war eine Kampfhandlung. Doch das war von einem anderen Problem überlagert, einem moralischen, dem der Geiseln, die von der Wehrmacht erschossen wurden. Für drei Deutsche wurden sechs oder sieben Geiseln erschossen. Und das war von moralischem Gesichtspunkt aus etwas sehr Wichtiges. Diese Geiseln waren nicht nur unschuldig, sondern, man muss es wiederholen, sie gehörten in den meisten Fällen nicht einmal der Resistance an. Und viele hatten nicht einmal etwas gegen die deutsche Wehrmacht. Anfangs waren es in der Mehrheit Juden, die noch nicht einmal die Zeit gehabt hatten, an offenen Widerstand zu denken, die keinerlei Verantwortung trugen. Das Problem solcher Attentate war also höchst prekär. Wer ein solches Attentat beging, musste wissen, dass, wenn er sich nicht stellte, beliebig herausgegriffene Franzosen erschossen wurden. Er empfand also eine zweite Form der Reue. Er musste der Gefahr widerstehen, sich zu stellen. Sonst muss man die Allegorie meines Stücks, nee, so muss man die Allegorie meines Stücks verstehen. Deshalb fand man, als das Stück zum ersten Mal gespielt wurde, keinen Pessimismus da drin, sondern vielmehr Optimismus. Ich sagte den Franzosen, ihr habt nichts zu bereuen. Selbst die nicht, die in gewisser Weise Mörder geworden sind. Ihr müsst zu euren Handlungen stehen, selbst wenn sie zum Tod Unschuldiger geführt haben. Es geht nun um die Frage, wie kann ein Stück, das zu seiner Zeit als optimistisch angesehen wurde, heute in Deutschland eine ganz andere Interpretation, eine ganz andere Bedeutung erhalten? Wie kann es in einem anderen Land als Ausdruck der Verzweiflung, als zutiefst pessimistisch erscheinen? Wenn wir das Frankreich von 1943 und das Deutschland von 1948 betrachten, so sind diese beiden Situationen natürlich sehr verschieden. Aber sie haben trotzdem etwas Gemeinsames. In beiden Fällen quält man sich wegen eines Vergehens, das die Vergangenheit betrifft. 1943 versuchte man die Franzosen davon zu überzeugen, dass sie nur ihre Vergangenheit zu betrachten hätten. Dagegen behaupteten wir, dass die wahren Franzosen in die Zukunft sehen müssten. Wer für die Zukunft arbeiten wollte, musste in der Resistance aktiv werden, ohne Reue, ohne Gewissensbisse. Auch im heutigen Deutschland stellt sich das Problem einer Schuld, der Schuld am Naziregime. Aber diese Schuld ist eine Sache der Vergangenheit. Diese Schuld, wie man sie heute erkennen kann, ist an die Verbrechen der Nazis gebunden. Nur an diese Vergangenheit denken, sich Tag und Nacht deswegen quälen, ist ein unfruchtbares, rein negatives Gefühl.
Ich habe nicht behauptet, dass man jedes Verantwortungsgefühl ausschließen müsse. Im Gegenteil, ich sage, dass der Sinn für Verantwortlichkeit notwendig ist und dass er die Zukunft erschließt. Wenn man in dem Begriff Reue unterschiedliche Bestandteile fasst, vermengt man alles. Daher kommen die Missverständnisse über den Inhalt oder die Erkenntnis des Schuldgefühls. Ich erkenne meine Schuld und mein Gewissen leidet darunter. Das führt mich zu jenem Gefühl, das man Reue nennt. Vielleicht empfinde ich auch ein inneres Gefallen an meiner Reue. All das ist nur Passivität, Blick in die Vergangenheit. Daraus lässt sich nichts gewinnen. Das Verantwortungsgefühl dagegen kann mich zu etwas anderem bringen, zu etwas Positivem, das heißt zu der notwendigen Rehabilitierung zum Handeln für eine fruchtbare, positive Zukunft. Passt es nicht wie die Faust aufs Auge? Das war also das, was Sartre im Nachhinein, ich sehe leider nicht, wann er das geschrieben hat, aber er ist Anfang der 80er Jahre gestorben, ich glaube 83, ich gucke. Am 15. April, demnächst, 1980, ist er in Paris gestorben. Also irgendwann vorher hat er das Nachwort, die Erläuterung zu Die Fliegen geschrieben. Und das war jetzt der erste Teil. Ich bin bei 11 Minuten 30. Jetzt werde ich mit dem Aufnahmegerät fortsetzen. Da müsst ihr nicht die ganze Zeit meine dumme Fluppe sehen. Viel Spaß beim ersten Akt von Die Fliegen mit Jean-Paul, nee, von Jean-Paul Sartre. Sprecher Fidel Castro.